Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Jesus Christus spricht: Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin Johannes Fischer aus Ebertsheim. Ich sehe was, was du nicht siehst. An dieses Spiel mit meinem Bruder muss ich denken. Wir beide auf der Rückbank im Auto während der Fahrt in den Urlaub. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist erst der Anfang des Satzes. Und das ist grün. Die Tasche zwischen uns. Richtig. Das war einfach. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist unsichtbar. Ein Virus. Das ist zwar auch einfach, aber gemein, denn es bricht die Regel. Da kann man nur daneben liegen. Das kann ja sonst was sein, was man nicht sehen kann. Luft, Strom, Radioaktivität, Gott. Das Spiel ist verdorben. Haben Sie zurzeit nicht auch das Gefühl, dass im Moment jede Menge Spielverderber unterwegs sind? Virologen, die mir das Kino gehen und Schwimmen verbieten, obwohl das Wetter so super ist? Politiker, die anderen das Restaurant zusperren, obwohl wir mit Freunden essen und feiern wollen? Anordnungen, die mir Gottesdienst in der Kirche verbieten, obwohl ich dort mein Herz mit anderen vor Gott ausschütten möchte? Ein fieser Virus als unsichtbarer Spielverderber. Aber was ich dann doch sehe, ist sehr grausam. Es ist kaum zu glauben. Leichensäcke in New York, verzweifelte Ärzte in England. Ein tödliches Spiel mit entsetzlichen Regeln. Nichts zu sehen, aber den Tod vor Augen. Kennen Sie den Thomas aus der Bibel? Thomas hat Ostern verpasst, er war nicht dabei. Die anderen haben es gesehen, Jesus lebt. Sie sehen was, was er nicht sieht. Er ist enttäuscht, er ist wütend, er hält es für Fake News. Das will ich sehen, wenn ich ihn nicht berühren kann, kann ich es nicht glauben. Und dann lässt sich Jesus später bei ihm blicken. Berühre mich und meine Wunden und glaube. Thomas spürt es und sieht es und kann es glauben. Jesus lebt, mein Gott und mein Herr. Nicht sehen und doch glauben. Das gilt nicht nur für Viren oder andere unsichtbare Gefahren. Es ist die Spielregel in der Begegnung mit dem Lebenden. Der Gekreuzigte ist auferstanden, Jesus lebt. Er sagt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Seit Ostern ist es sichtbar geworden und glaubhaft für das verzweifelte Herz. Ich sehe was, was auch du sehen kannst, mit dem Herzen. Damit kann ich leben. Ich meine, wir alle können damit leben. Wir beten. Guter Gott, was wir sehen und hören, schreckt uns. Erkrankte, Sterbende, Verängstigte, Überforderte, Vereinsamte. Wir sehen aber auch helfende Hände, fürsorgliche Menschen. Wir hören Mutmachendes, Tröstendes, Verbindendes. Lass uns deine Nähe schauen. Lass uns sehen und spüren, was uns rettet, was uns stärkt, was uns frei macht. Lass uns dich spüren und dir vertrauen im Leben und im Sterben, heute und alle Tage. Amen. Es segne und behüte uns der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.